Guten Morgen zusammen. Bei uns läuft hier die Beregnung am Reitplatz und die kann ich wohl getrost ausstellen, weil wir hatten gestern wieder mega Niederschlag hier. Hier steht das Wasser am Rand vom Reitplatz und ja, ich mache den jetzt mal aus. Ja, heute wird ein interessanter Tag sein. Wir haben nachher einen Termin mit dem Wirtschaftsdienst, mit dem ABB um 9 Uhr. Da wird auch nochmal die Frage auftauchen, wie es sein kann, dass der Krisenstab behauptet, dass die ABB sozusagen den Müll wegräumt. Da war auch der ABB ganz verwundert drüber. Das ist eine Sache. Wilhelm Hartmann hat sich heute zur Aufgabe gemacht. Das ist ja die Schwester von einer Betroffenen. Das hatte der Christian Lohmeyer in seinem letzten Video vermisst. Und er probiert da alles dran zu setzen, dass man da noch die Person findet, weil die anderen eben auch irgendwie in einem bestimmten Bereich gefunden wurden. Der Wilhelm Hartmann ist ein ganz harter Hund irgendwie und ich habe tiefsten Respekt vor ihm, weil der setzt immer alles dran, um irgendwelche Probleme zu lösen und vergisst sich manchmal dabei. Also ich hoffe, dass du das mal im Auge behältst, Wilhelm. Ja, ansonsten fährt heute meine Erdkarre oder die fahre ich wahrscheinlich nachher selber. Eventuell gibt es ja noch jemanden, der die fahren möchte, dann kann er das gerne machen. Ich wollte eigentlich noch so viel sagen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Was war denn noch alles? Ja, ich hatte eben von Spiegel TV den Bericht gesehen, finde ich sehr gut. Da ist wirklich mal eine Aufklärung und man muss aber auch sagen, nach 4 Wochen, das finde ich schon heftig. Also vorher, was war vorher, war den Urlaub oder hat das alles nicht interessiert, das Ahrtal oder die anderen Täler auch. Finde ich schon bedenklich irgendwie, dass es 4 Wochen dauert, bis wirklich das mal ans Rollen kommt. Und 4 Wochen sind sozusagen schon vergangen, bis man, wenn jetzt ja sozusagen die Kritik nicht von uns schon die ganze Zeit geäußert worden wäre, dann hätte man jetzt angefangen aufzuräumen oder wie stellt man sich das vor? Ganz kurios. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Ahrtal und werde von da weiter berichten. Wie gesagt, auf den Termin jetzt mit den Abfallwirtschaftsdiensten bin ich gespannt, vor allem wie es da aussieht. Die haben vorher immer so 2.000 oder 3.000 Tonnen Müll angenommen. Jetzt im Moment sind es bis zu 12.000 Tonnen Müll, muss man auch mal sagen. Was die leisten, ist wirklich Wahnsinn, um einfach zu helfen, dass die Ortschaften frei werden. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Wir haben jetzt die nächste Zeit, man sieht es hier, es ist diesig. Das ist nie ein schlechtes Zeichen. Es gibt ja auch dann meistens gutes Wetter danach. Haben wir 27 Grad gemeldet oder bis 30 Grad. Das Thema Seuchen. Ich habe ganz viele stehende Gewässer gesehen, gestern wieder auf meinem Weg an der Ahr entlang. Und wir müssen da wirklich voran machen. Deshalb probiere ich heute nochmal Leute zu aktivieren, die mit ihren Karren kommen und helfen oder kleinen LKWs, dass wir den Müll rauskriegen aus Ahrweiler Bad 9a. Heute kommt auch noch eine offizielle Liste raus, an wen man sich wenden kann, um Aufträge zu erhalten. Ich bin im Kontakt mit dem Herrn Stich von der Landesregierung und auch ein offizielles Schreiben kommt heute auch raus, dass sozusagen die Kosten übernommen werden. Wir brauchen mehr Fahrzeuge vor Ort, die dafür sorgen, dass der Müll rauskommt. Wir haben, wie gesagt, 30 Grad jetzt demnächst. Der Mückenflug wird sich mit Sicherheit erhöhen und da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Ja, das wäre so mein Wort für den Morgen und für die Frühaufsteher. Ich setze mich jetzt ins Auto und los geht's. Und ich werde heute mit Sicherheit viel berichten. Und heute Abend habe ich auch noch eine ganz interessante Sache. Eine Einstellerin von uns, die Katja, hat uns eingeladen zu einer Veranstaltung heute Abend. Und ich freue mich immer auf so Veranstaltungen. Allerdings bin ich abends immer so dermaßen müde, dass ich die Veranstaltung wahrscheinlich nicht bis heute Abend durchstehe. Wir werden früher abhauen mit Sicherheit, aber vielen Dank dafür. Also das muss ich auch sagen, die Einsteller hier von uns und die Mitarbeiter alle, die stehen uns so dermaßen im Rücken. Vielen, vielen Dank von der Stelle. Bis dann. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ärger gibt, weil ich das Lied angespielt habe, aber ich denke, Johannes Oerding
wird keinen Ärger machen, aber wahrscheinlich irgendwer anders. Ja, das Lied habe ich jetzt mit Sicherheit viermal gehört auf der Fahrt hierhin und es ist einfach ein wunderschöner Morgen hier. Ich komme hier an, das Tal liegt im Nebel und gehen natürlich viele Gedanken durch den Kopf. Und dieses Lied, wenn du gehst, das spricht ja darauf an, auf eine zukünftige Situation vielleicht. Aber hier ist es komplett anders gelaufen im Ahrtal und da sollte sich jeder mal drüber im Klaren sein, dass Menschen auf einer schwimmenden Couch aufgewacht sind und dass man keine Möglichkeit hatte, sich zu verabschieden und dass dieses ganze Materielle, was man von einem Menschen vielleicht noch hat, auch komplett weg ist. Aber das Wichtigste ist das, was wir im Herzen haben und das ging mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf und das Lied ist einfach Wahnsinn und vielen Dank für solche Lieder. Bis dann, ciao. Ich habe drei Freunde und die haben mich unterstützt, dass ich hier mithelfen kann. Das heißt, du bist extra aus Dänemark hier hingekommen? Ja. Du hast eine Firma in Dänemark oder was? Nein, ich bin eine ganz normale Privatperson, ich bin angestellt. Ich habe eigentlich Dachdecker gelernt, arbeite aber schon etliche Jahre jetzt als Zimmermann. Ich habe gedacht, hier werden bestimmt Zimmerleute gebraucht. Da habe ich mich aufgemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt geklappt hat mit der Live-Übertragung, aber du hast jetzt Material mitgebracht oder was? Und ja. Also Dachdeckermaterial sozusagen? Ja, ich habe Bauholz mitgebracht. So Riegel, das sind so halbe Balken und Bretter, Kreuzfurnierplatten, sowas. Wie lange fährt man von Dänemark aus bis hierhin? Ich bin 19 Uhr gestartet und war früh um 5 hier. Um 19? Du bist die ganze Nacht durchgefahren? Ja. Und wann bist du angekommen? Heute Morgen oder wann? Ich bin gestern früh um 5 angekommen. Ich habe gestern den ganzen Tag in Dernau geholfen und dann habe ich in meinem Auto geschlafen, neben meinem Werkzeug und jetzt freue ich mich wieder, dass ich wieder in Dernau weiterhelfen kann. Ich glaube, du hast ein bisschen ganz korrekter Mensch, weil du meintest, nee, kein Video, ich muss jetzt los, ich muss um 8 Uhr da sein, aber man muss das sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Du bist abends um 19 Uhr losgefahren. Die ganze Nacht durch, bis also in Dänemark um 19 Uhr losgefahren, ja. Bis morgens um 5 Uhr hier angekommen. Ja. Dann hast du eine Stunde geschlafen. Dann habe ich hier im Zelt gefrühstückt. Das war richtig schön. Und ich habe im Übrigen deine Videos vorher immer angeguckt und da wusste ich, um Essen muss ich mich nicht kümmern. Also ich habe kein Essen mitgebracht, gar nichts. Ich wusste, hier gibt's was. Und das war wie bei mir zu Hause in der Kirche. Wir essen auch gerne gemeinsam. Und so setzen wir hier als Dorfgemeinschaft zusammen und Helfer und wer hier alles da ist. Und dann geht es direkt ran an der Arbeit. Ja. Und ich bin so glücklich. Ja, ich bin auch total glücklich. Hier zu sein. Deshalb, ich musste mein Frühstück gerade unterbrechen und ich musste einfach mit dir reden. Ich konnte dich jetzt nicht fahren lassen. Ich finde das mega, also das ist so gigantisch. Das ist ja hier die reinste Menschenkirche, ne, von uns aufgebaut sozusagen. Und super, dass du da bist, das ist echt. Und wie lange bleibst du jetzt? Ich kann mich nicht so lange freischaufeln. Ich mache heute noch den ganzen Tag, tue ich noch helfen und dann werde ich die Nacht noch hier übernachten, weil ich muss fit sein für die Fahrt. Ja. Weil ich mit Anhänger zurückfahren muss und da kann ich ja nur 80 fahren. Und dann geht es wieder nach Dänemark? Da geht es wieder nach Dänemark. In Dänemark hatte ich die letzten 5 Wochen ein Hilfsprojekt, wo ich mich engagiert habe mit 2 von den 3 Freunden. Mhm. Und das konnten wir fertigstellen und deshalb konnte ich jetzt endlich hierher kommen. Was war das für ein Hilfsprojekt? Wir haben für eine Witwe ein Dach gedeckt. Also du bist ein Engel auf Reisen sozusagen. Ja, ich bin alleine, also ich bin Single und dann nehme ich mir halt sowas raus. Also wenn du Single bist, bist du hier genau richtig. Hier sind schon Beziehungen nach 20 Minuten entstanden. Ich kann dir nur empfehlen, bleib hier und dann... Ich komme wieder. Genau, komm wieder. Du bist ein total netter Kerl, also wirklich hervorragend. Danke dir. Also mir geht es vom Prinzip darum, Markus, du hast so oft erzählt, dass man das im Handy nicht festhalten kann, wie das hier ist und was hier passiert ist. Und ich kann das einfach auch nur bestätigen, es ist wirklich so. Und das, was man da aber mitnimmt,
ich nehme jetzt nicht die Not als schlimme Not auf dem Herzen mit, sondern ich nehme vom Prinzip mit, dass ich Leute motivieren kann. Ich habe jemanden in Dänemark, der ist, der repariert LKWs, also der ist Kfz-Mechaniker und ist in einer großen Volvo-Werkstatt. Und er war eigentlich wankelmütig und hat dann gesagt, na, ich komme doch nicht mit. Ich kann ja kein Deutsch. Hm. Und ich denke mal, das nächste Mal kommt er vielleicht mit. Ich bin mir sicher. Und dann machen wir wieder ein Video. Weil jetzt kann ich selbst erzählen. Und es ist immer noch was anderes, wenn man selbst hier war und selbst erzählen kann. Die Leute kennen einen. Die wissen, wer man ist. Und im Internet, wenn man sich ein Internetvideo anguckt, ja, den kennt man ja nicht, der das reinstellt. Hm. Ist das jetzt wirklich so? Ist das nicht so? Man hinterfragt. Aber wenn das jemand erzählt, den man kennt, wo man weiß, dem kann ich vertrauen, dann ist das noch eine ganz andere Gewichtung. Ja, genau. Aber und das ist vom Prinzip das, was hier jeder Helfer mitnehmen kann. Man hat seinen eigenen Umkreis und die Leute kennen einen selbst. Und das, was man von hier berichtet, das ist letzten Endes viel mehr gewichtet von dem, was man im Internet hört und sieht, und noch viel mehr gewichtet als das, was man im Fernsehen sieht. Ja, genau. Deshalb finde ich, das sind ja hier persönliche Videos, die wir machen. Ja. Ich weiß ja nicht, was du mir jetzt hier erzählst oder uns erzählst, und ihr erzählt alle genau die gleiche Richtung, und das finde ich so super. Ja. Also das ist einfach, jeder, der hier hinkommt, wird hier reingesogen in das Ganze und kommt eigentlich nicht mehr raus, selbst wenn er zu Hause ist. Kommt er vom Kopf her nicht mehr aus dem Ganzen hier raus. Ne? Das ist das Krasse. Ja, ich möchte auf jeden Fall meinen drei Freunden danken, die mir die Fahrt möglich gemacht haben. Und ich bin für die Unterstützung wirklich sehr, sehr dankbar. Ich hätte ohne die drei Freunde nicht fahren können. Mein Auto brauchte einen TÜV. Dann hat mich einer mit einem Diesel unterstützt und der Dritte, der hat den Anhänger zur Verfügung gestellt. So war die Fahrt eine wirklich nutzvolle Fahrt. Mach dein Auto voll, wenn du nach Hause fährst, dann sorge ich für, dass du voll machen kannst. Ja? Diesel brauchst du, oder? Ist schon. Alles schon geregelt, super. Ja. Vielen Dank an dich. Also wirklich, würde ich nicht aufhalten, weil du wolltest um 8 Uhr in Dernau sein. Jetzt haben wir 1 nach 8. Das ja, könnte Ärger geben. Ich komme zu spät. Aber da wird mir keiner den Kopf abreißen. Nee. Also das war mir jetzt wichtig, dass ich dich hier vor die Linse kriege. Ja. Das ist so morgens hier beim Frühstücksbuffet, du quatschst mich an. Eigentlich wollte ich Zimmereiarbeiten machen. Was habe ich gestern gemacht? Hallo. Hi. Also ich kenne dich ja schon so lange aus dem Darf ich dich filmen? Ja, sehr gerne. Danke dir. Ja? Wir kennen uns auch. Guten Morgen. Na klar. Ich wollte nur fragen, ob ich gleich noch mal ein Foto von dir machen kann, weil wir ganz viele Spenden bekommen haben vom Landkreis Schaumburg. Und da sollen wir so einen kleinen Bericht machen. Ich war vor 2 Wochen schon mal hier. Mhm. Wir haben ganz viele Spenden gebracht, 7,5 Tonner. Heute, also gestern noch mal mit dem Sprinter hergekommen. Und letztes Mal war das ja noch da. Ja, genau. Ja, und jetzt hat der Tom vor 2 Wochen, mein Bekannter, der ist auch hier, das Zelt mit aufgebaut. Ja, wir haben dich nur noch nicht getroffen. Ah. Ja, wir sehen immer deine Videos und ja. Das heißt, wir reden gleich noch mal, oder? Sehr gerne. Ja, nee, gut. Dann schalte ich hier ab und ja, danke für die Spenden, die du gebracht hast. Ja. Was habt ihr denn gebracht? Ganz viel Baumaschinen, Werkzeugkoffer, Reiniger, Luftentfeuchter. Wer hat das denn gespendet alles? Das sind ja teure Sachen. Das hat ein Kinderhilfswerk Ich gespendet von Landkreis Schaumburg. Sag nochmal, wer hat es gespendet? Das Kinderhilfswerk Ich vom Landkreis Schaumburg. Vielen Dank an euch. Ja. Wir können das hier sehr gut gebrauchen. Ja, also ich habe noch nie so eine schlechte Nacht gehabt. Ich habe vor einem Sprinter gesessen und eine Stunde geschlafen, aber egal, es geht weiter heute. Ja, hinten sind ja auch Betten in dem Zelt, da kann man sich mal hinlegen. Echt? Ne? Ja, okay, ja, wusste ich gar nicht. Feldbetten, also hier parallel ist noch ein Zelt. Ja, super. Extra für die Leute, die Nacht durchgefahren sind. Ja, heute Nacht dann bestimmt. Ja, okay, danke dir. Ja. So, ich verabschiede mich und esse noch schnell und dann geht's nämlich los hier. Bis dann. Ciao.
Ja, der Markus Sindel hat jetzt mein Handy in der Hand und filmt hier die LKW-Schlange. Allerdings, da kommt einer entgegen. Ja, der fährt für mich, der soll zurückfahren. Ja, warte. Ich fahre nochmal zurück. Die Schlange hat schon vorher angefangen und ich habe gerade das Handy angeschaltet. Wir sind jetzt auf dem Weg zum, vielleicht kannst du das gerade erklären, ja, Markus? Zum Abfallwirtschaftsbetrieben. Fangen, ihr seid immer wieder weg, aber wir wollen es einfach zeigen und auch die Problematik gerade. Die LKWs schaffen zum Teil nur zwei Touren am Tag hier rüber. Mhm. Ne? Könnten theoretisch mit Sicherheit vier schaffen. Ja, vier sind auch realistisch. Das Problem ist halt einfach, dass die Hölle hier los ist. Also die Deponien sind ja ausgelegt für 3.000 bis 4.000 Tonnen Maximalanlieferung am Tag. Und die ganzen Unternehmen fahren hier mehrere Tausend, also zwischen 8 bis maximal 12.000. 13.000 habe ich auch schon gehört, jeden Tag hierhin. Phänomenal, ja, was da geleistet wird. Was wir jetzt dringend benötigen wären ja Alternativen, dass wir den Müll wirklich möglichst schnell rauskriegen. Wir sehen, wie viele Fahrzeuge hier fahren, mhm, beziehungsweise stehen. Die müssten eigentlich alle am Rollen sein, aber da hakt es jetzt gerade dran. Ne? Ja, wir gucken uns das mal an. Aber das Problem ist halt, dass die zwei anderen Deponien auch schon massiv zu sind mit Materialien. Das ist Masse. Also ich kenne sowas gar nicht. Ja, also eigentlich müsste da das Augenmerk jetzt draufgelegt werden. Hauptsache der Müll kommt raus. Das ist so einfach gesagt. Das sind natürlich Massen, 12.000 Tonnen am Tag. Alternativplätze wären auch relativ schnell überfüllt. Es sei denn, man hat ein altes Flughafengelände oder so, ne, wo man zwischenlagern könnte. Ja. Ist natürlich alles mit Mehrkosten verbunden. Das heißt, da muss nochmal verladen werden und weggefahren werden. Man könnte aber dann vielleicht vorsortieren. Also das wäre vielleicht die Aufgabe vom ADD, sich Alternativplätze. Das sind die dran. Ja, die sind da die ganze Zeit. Die haben ja ein Netzwerk, wo die das, wir werden das ja gleich sehen, die zerkleinern das ja und versuchen das dann, oder machen das auch deutschlandweit, europaweit, wo das dann weggefahren wird. Aber nicht der ADD, das macht der Abfallwirtschaftsdienst. Der Abfallwirtschaftsdienst, Entschuldigung. Das also nicht ADD. Aber das wären zum Beispiel Aufgaben meines Erachtens von einem Krisenstab, sowas in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass oberste Priorität Müll raus, egal wohin, wenn man zwischenlagern muss, auch völlig egal. Ja. Hauptsache, wir haben hier die Seuchengefahr und die Bürger in Sicherheit, aber da tut sich viel zu wenig, meines Erachtens. Das ist wieder ein Kritikpunkt, den ich hier einfach anbringen möchte. Jetzt wird es schwierig hier mit alternativen Parken. Hat der eine Parklücke irgendwo? Wenn der ein Stück zurückfährt. Dann komme ich hier vielleicht rein. Wir haben es fast geschafft bis dahin. Mhm. Versteht das? Mhm. Doch. Ah. Okay, er fährt vor. Dann muss ich auch noch mal ein Stück vor. Ja, die Straßenverkehrsordnung ist im Moment relativ flexibel ausgelegt. Ja. Ja, dieser Weg, das ist ja alles nicht dafür ausgelegt. Das ist ja hier eine reine Sortieranlage. Ja. So. Also es war auch gerade die Beschwerde eines Anrufers, der sagte immer, mein LKW steht hier die ganze Zeit nur rum. Das macht so keinen Zweck. Also LKWs sind anscheinend genug da, nur die Kapazität, der nächste, Kippkapazität ist das Problem. Ja, du wirst, ich habe schon Bilder gesehen, was die hier machen. Also das wird gleich. Also ich habe das ja auch schon gesagt, da muss man wohl ein dickes Lob aussprechen, Kapazität mal eben ums verdreifacht hier oder vervierfacht. Das ist schon Wahnsinn. Ich denke, auf dem Gelände ist es ja mit dem Filmen immer so eine Sache. Werden wir gleich abklären und dann werden wir einfach mal hier ist der Parkplatz, da können wir parken. Uns gleich nochmal live einschalten, weil das sind die Probleme drumherum, die wir probieren zu lösen und auch ein bisschen Druck aufzubauen und hoffen, dass das funktioniert. Das ist kein Platz frei, aber wir sind ja flex und evil. Dann würde ich sagen, bis gleich. Und wir zeigen gleich mal, wie das hier läuft, wenn wir filmen dürfen. Bis nachher. Doch, es geht sogar. Also wir sind jetzt hier oben beim Stefan Müllers, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, Leiter Technik, Abteilungsleitung Technik, und bin hier zuständig für die ganze Logistik hier im Abfallwirtschaftsbetrieb und zuständig für die Betriebsführung, Anlage, Umschlag,
etc. Und freue mich heute, euch hier zu Gast zu haben, um euch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Was passiert eigentlich, ne, mit dem Müll, den ihr mit euren vielen Helfern einsammelt, ohne die wir das nie erreicht hätten, dass die Bürger mal eine Vorstellung bekommen, was passiert eigentlich. Ne? Ja, dickes Lob an dich vorweg. Ja. Das, was du hier leistest, das ist Wahnsinn. Du arbeitest im Prinzip das 3- bis 4-fache ab von dem, was ihr normalerweise hier angeliefert bekommt. Ne? Noch viel, viel mehr tatsächlich. Noch mehr. Also wir sind mittlerweile, um nur mal eine Vorstellung zu bekommen, bei 180.000 Tonnen, die wir jetzt schon abgewickelt haben, rausgeholt haben aus dem Tal. Und das ist im Grunde die 4- bis 5-fache Menge an Abfall, die wir insgesamt aus dem ganzen Landkreis über alle Abfallfunktionen rausholen. Pro Jahr. So. Das heißt, pro Woche leisten wir das, was wir normalerweise das ganze Jahr sammeln. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und das muss man einfach pro Woche, haben. Moment, wie viele Wochen haben wir? 60? 52 Kalenderwoche. Ne? Also das 52-fache leistet ihr aktuell von dem, was ihr normal leistet. Was wir normalerweise im Regelbetrieb leisten. Ne? Wahnsinn. Das ist Hammer. Also ich finde super, dass wir filmen dürfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Aber du wusstest ja, dass nichts Negatives kommt. Nein. Beim ADD dürfte ich jetzt nicht filmen. Nein, da darfst du ja noch nicht mal rein. Ne? Ja, da darf ich ja nicht. Da ist ja, wir müssen draußen bleiben. Ne? Da hängen zwei Schilder von dir und eins von mir. Und vom Herrn Hartmann auch noch. Hartmann 3 Schilder, genau. Ja. Sind mittlerweile 3. Ich denke, da kommen noch ein paar dazu. Also, genau, ADD, Stichwort. In der Pressekonferenz wurde ja gesagt, dass sich der Herr Linnertz bedankt bei euch, dass ihr den Müll einsammelt in den Städten. Da war ich so ein bisschen verstört irgendwie. Man muss da differenzieren. Ne? Also ist klar, der Müll ist originäre Zuständigkeit von uns, vom Abfallwirtschaftsbetrieb. Wir sind generell für die Entsorgung und Verwertung hinten aus zuständig. Die ganze Sammlung haben wir natürlich nicht gemacht. Ich glaube, das hat er auch nicht gemeint in diesem kurzen Statement, weil die ganze Erfassung, das ist ja eine Größenordnung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber er hätte auch sagen können, vielen Dank an die Freiwilligen, die euch zuarbeiten. Ja. Aber da, wir hören auf damit. Ja, ich will ja keinen in Bedrängnis bringen. Ne? Ich sehe es einfach so, er hat ja so viel um die Ohren, zeitlich sehr eingeschränkter Mensch. Er hat halt einfach nur, hier der Abfallwirtschaftsbetrieb macht das als Vertreter. Mhm. Natürlich hat er das vielleicht auch so gemeint, die organisieren das. Das heißt ja auch, die ganzen Subunternehmer, die ganzen... Nee, aus der Nummer kommt er nicht raus. Brauchst jetzt gar nicht zu probieren hier. Ich dachte, lass uns ein anderes Thema anfangen. Also nochmal, ihr verarbeitet gerade das 52-fache von dem, was ihr normalerweise verarbeitet pro Woche. Ne? Ja, in der Woche, genau. Wahnsinn. Sollen wir rausgehen? Wir gehen mal raus, schauen, man muss es live und in Farbe sehen. Und gerade, dass die Bürger und die Community mal sieht, was passiert hinter den Kulissen. Ja. Das muss man einfach sehen. Hast du hier eine Übersicht, dass man immer auf dem Bild da gucken kann oder wie es eigentlich aussieht? Das ist, hier sieht man jetzt ein kleines Bild. Hier, ne? Das ist der Urzustand im sauberen Zustand. Und momentan haben wir hier oben ein Zwischenlager mit rund 40.000 Tonnen. Hier haben wir ein Zwischenlager eingerichtet. Also weit über unsere Kapazitäten hinaus. Ne? Ich bin gespannt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, gut. Gehen wir mal raus, guck mal. Eine Wahl ist. Ja. Ihr wollt ja gesund. Genau. Gesund und munter zurück ins Ahrtal. Dankeschön. Hier geht einem direkt das Herz auf, wenn man schon reingeht. Ne? Da muss man erst mal gucken, was so alles hier ist. Genau, also Maschine ist auch unterlegen. Ne? Ja. Ja. Also hier im Eingangsbereich sieht man jetzt quasi die LKWs, die alle reinkommen. Die liefern uns Material an und parallel fahren wir natürlich Material raus. Ja. So, und derzeit verlassen uns rund 120 Schubhöhen pro Tag. Rund 3.000 Tonnen fahren wir derzeit schon raus. Überregionale Anlagen. Wir bekommen aber momentan noch mehr im Input, als wir rausfahren. So, das heißt, das Zwischenlager wächst noch. Und momentan sind wir noch die Logistik am Optimieren, dass wir das umkehren. Und dann haben wir es irgendwo geschafft.
dass man dann über den Abbau der Menge redet. Ja. Ne? Also ihr seid eigentlich eine Sortieranlage hier, ne? Ja, oder was? Zwischenlager, wir schreddern das noch ein bisschen und wirklich sortieren tun wir das gerade. Okay. Wie lange könnt ihr das noch so leicht und stark halten? Wie lange Kapazitäten habt ihr noch in eurer Zwischenlager? Also sag mal, mit diesem Tempo, 4 Wochen können wir das noch gehen. So. Es steht und fällt damit, was noch im Ahrtal tatsächlich liegt. Hey, jede Menge. Ja. Wir sind auch da am Optimieren, dass wir zusätzlich oder wesentlich mehr aus dem Ahrtal direkt absteuern in Verwertungsanlagen. Ja. Das heißt, da sind auch mehrere hundert Schubböden mittlerweile im Einsatz, die im Ahrtal laden und dann bundesweit Verwertungsanlagen ansteuern. Ne? Ja, du wolltest ja auch anfangen, ein bisschen mehr zu sortieren, ne? Mit dem, ja, genau. Da hatten wir die Tage schon drüber gesprochen, damit wir mehr Holz rauskriegen, mehr Grünschnitt rauskriegen. Deshalb auch nochmal immer die Gespräche mit den Anwohnern, dass es, wenn möglich, vorher schon sortiert wird. Dass das halt nicht alles zusammen... Ah, das kennen wir ja von Ihnen. Ja. Dass das nicht das, alles das hat er alles selber gemalt auf der Kabine. Ja, genau. Ja, Schredder, zerkleinerer. Ja. Also ist... Hey. Mittlerweile, ja. Und wie läuft das, wenn ihr jetzt Akkus drin habt? Die Schredderer sortieren das aus, oder was? Nee, nicht wirklich. Das sind kleine, dicke Zeitbomben, Lithiumbatterien. Ja. Ganz großes Problem im Abfall. Brandrisiko. Deswegen ist es uns doch wichtig, diese Mengen hier bei uns zu kontrollieren. Wir können damit umgehen, ja, dass es rauskommt aus dem Tal. Wir haben hier ganz massive Brandschutzvorkehrungen zum Beispiel. Eigentlich Brandschutzkonzepte sind gerüstet für diese Geschichte. Okay. Weil es kann passieren, hier sieht man jetzt zum Beispiel den Schredder im Einsatz. Also hier wird auch Volldampf gearbeitet, ne? Das ist ja... Boah, guck mal den Berg da! Also ihr könnt die Dimension, glaube ich, wieder nicht erahnen. Der Berg ist, weiß ich nicht, wie hoch ist der? 10 Meter. 10 Meter hoch. Minimum. Wahnsinn, moin. Und habt ihr ja auch schon irgendwie Kadaver oder irgendwas dabei? Nicht. Kann sein, das fällt gar nicht auf. Okay. Bei der, wir sind natürlich gewohnt, mit den Müllfraktionen umzugehen. Ich kann verstehen, dass die Menschen Angst vor dem Müll haben, vor den Müllbergen. Es können ja auch Gefahren davon ausgehen. Es können Geruchssituationen, es können Brandgefahr ist da, dann leuchtende Sichtpunkt. Deswegen ist ja momentan oberstes Ziel, möglichst schnell die Mengen aus dem Ahrtal rauszukommen. Genau, das sagen wir ja auch immer. Ne? Das hat an alles andere, Holz und Bauschutt und noch Grünschutt, das hat keine Priorität, das kann liegen bleiben, das Papier. Ja, genau. Da kann man sich noch lange drum kümmern. Kann man da näher dran oder lieber? Ja, ja. Das ist das, was ich heute Morgen meinte bei dem Lied von dem Oerding, dass das ganze Leben von vielen Menschen hier im Prinzip liegt oder Erinnerungen, nichts mehr da, aber darauf kommt es im Leben nicht an unbedingt. Und das merken wir hier auch deutlich. Also hier schon recht viele Fliegen da, was eben auch Biologie hier in den Haufen deutet. Und das muss einfach aus den Orten raus, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, hier arbeitet jede Maschine, jeder Mitarbeiter an der absoluten Grenze, Belastungsgrenze und die Geschwindigkeit, die hier gearbeitet wird,
Genau das gleiche hatten wir unten im Ahrtal, als wir probiert haben, möglichst schnell die Wege frei zu machen und so. Wahnsinn, Wahnsinn, wie die Jungs hier arbeiten. Das ist unfassbar. Also ganz dickes Lob an die Leute, die hier auf der Deponie auch arbeiten. Also ganz dickes Lob an jeden, auch an die Lkw-Fahrer, die hier wirklich Stunde um Stunde arbeiten und das Material hier hinfahren. Das ist jetzt alles klein geschreddert. Ihr habt das schwarze Rohr eben gesehen, was hier noch knallt. Das heißt, das Volumen wird verringert und dementsprechend kriegt man mehr transportiert. Das dient jetzt zur reinen Volumenreduzierung oder was? Ja, ja? Genau. Also sortiert wird er im Prinzip nicht, ne? Nee, das geht dann nochmal übergeordnet auf die Anlagen, beziehungsweise wir zerkleinern das, weil die Verbrennungsanlagen teilweise das kleinstückige Material besser verbrennen können. Ah, okay. Ja. Aber da ist ja auch viel Erde und Matsch drin, ne? Ja, das ist ein Problem. Das Material wird leider schlechter und damit auch die Verwertbarkeit schlechter. Das heißt, die Absatzwege werden schwieriger. Aber das soll nicht das Problem sein, da finden wir Wege. Das Material kriegen wir. Ja. 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 Die Maschinen leiden hier richtig. Also das geht auf. Ihr hört, was hier los ist, wie die Maschine knallt. Also hier wird volles Rohr gearbeitet. Was ist denn, wenn die Maschine kaputt ist? Habt ihr die gleiche nochmal hier stehen? Wir haben drei Stück. Drei Stück. Wir haben genau drüben noch einen Turm und einen anderen Platz noch einen. Wahnsinn. Habe ich gerade gesagt bekommen, läuft in 24-Stunden-Betrieb durch. Hat er mir gerade gesagt. 24 Stunden? 24 voll durch, damit sie die Mengen hier in den Griff bekommen. Hammer. 24 Stunden. Wenn die Maschine nicht kaputt ist, die geht natürlich auch mal kaputt. Wie das auf die Maschine geht. Guck mal, wie diese Maschine aussieht. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also was hier geleistet wird, unglaublich. Also dieses Wort unglaublich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich das Wort, was ich am meisten sage in letzter Zeit. Aber das ist einfach, wenn man merkt, was hier für eine Energie stattfindet gerade und wie das hier alles läuft, ob es jetzt im Ahrtal ist, in Erfstadt oder sonst wo entsorgt wird, wo transportiert wird, wo gearbeitet wird, einfach geschuftet wird, kann man schon sagen. Ich kenne sowas nicht. Also ich kenne es nicht in der Geschwindigkeit. Und krass, wie die Menschen sich irgendwie anpassen können und wirklich die Probleme erkennen können. Er fährt jetzt weg, er ist voll, denke ich. Und jetzt wird wahrscheinlich er beladen. Ihr seht, wie hier gearbeitet wird. Das ist unglaublich, unglaublich, wirklich. Mir ist es einfach wichtig, das zu zeigen. Ich möchte hier jedes Zahnrad in dem ganzen Getriebe mal darstellen und euch vermitteln, was hier für eine Power hintersteckt. So, der eine ist weg. Er stellt sich jetzt an die gleiche Position und wird jetzt beladen. Die warten schon und dann geht's los. Alles unter Vollgas. Das sind Schubbodenanhänger, also die... Der ganze Boden kann sich bewegen und schiebt dann hinten raus aus der Klappe. Das heißt, er hat ein Riesenvolumen und ja, muss im Prinzip nicht kippen. Der kann so wie er jetzt steht, entlädt er sich selber über diesen Schubboden. Das ist das ganz Besondere an diesem Fahrzeug. Hohes Volumen, Standsicherheit. Theoretisch könnte der auch im Feld was abschieben und kippt einfach nicht um. Ne? Und natürlich geringes Gewicht. Ja, das hier ist alles Aluminium. Hier geht alles über Hubzeichen. Ich traue mich gar nicht mal zu einem Radladerfahrer zu gehen, weil ich will die nicht in ihrer Arbeit hier stören. Das ist eine Hochkippschaufel. Ihr seht, dass die normale Höhe nicht ausreichen würde, um da reinzukippen.
Also das hier sind für mich alles Helden, wirklich alles Helden, absolut. Und das Material geht dann zur Verbrennungsanlage. Ich mache ihn nervös, ich gehe mal rüber. Das war nicht meine Absicht. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Was ja auch ein wichtiges Thema ist, hat man ja auch schon mit der Feuerwehr drüber gesprochen, Thema Brandschutz. Was habt ihr da hier alles in Vorbereitung? Ja, ja. Also wir haben hier extra Brandschutz-Sachverständigen gehabt, der also Brandschutzkonzept gemacht hat, weil die Brandlast ist enorm groß von dem Material. Einerseits die Eigenerwärmung durch die biologischen Abbauprozesse, aber Lithiumbatterien, die sich entzünden können. Deswegen haben wir hier die Löschwasserversorgung erhöht. Wir haben, oben hängt an der Halle, man sieht es jetzt nicht wirklich an der Ecke von der Halle, extra Rotdetektor, der nur die Temperatur erkennt, macht über das komplette Baufeld, läuft rund um die Uhr. Da haben wir einen Wachdienst laufen mit einer Brandwache, haben Temperatursonden vergraben im Berg, wo man kontinuierlich die Temperatur im Müll messen. Den Löschwasserrückhalt haben wir geregelt, wenn es brennt und man muss massiv kennen. Da kommt natürlich viel Löschwasser, kontaminiertes Löschwasser. Da haben wir 1000 Kubikmeter Regenrückhaltebecken abgeschiebert im Standby. Ne? Die Feuerwehr ist informiert. Also man muss da Vorkehrungen treffen. Ne? Ja. Also ich bin persönlich froh, dass wir das hier machen, am Standort, und nicht irgendwo auf der grünen Wiese, ne? Weil man nicht gut kontrollieren kann. Ja. Wenn ich das sehe, mit was für einer Geschwindigkeit ihr hier arbeitet, da hätte ich nicht mit gerechnet, wirklich nicht. Ja, es ist trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Wenn man sieht, was noch im Rad hat. Ja. Ne? Also ich kenne Firmen, wo ich ja auch schon mal hinkomme, da denke ich immer, die machen den ganzen Tag eine Kaffeefahrt. Ne? Ja, aber ja. Hier, das ist eher Red Bull-Fahrt, würde ich mal sagen. Aber ne? Keine Zeit, ne, für Kaffeefahrt. Ja, nee, absolut nicht. Also hier ist richtig Dampf dahinter. Ja, mir fällt das nicht ein. In welche Verbrennungsanlage fährt ihr zum Beispiel? Kann ich gar nicht sagen. Wir haben ungefähr 100 Zielanlagen in ganz Deutschland. 100 Zielanlagen? Wir fahren Saarland, Baden-Württemberg, Frankfurt bis nach Berlin, Bremen, Hannover, das ganze Ruhrgebiet hier. Wir bringen momentan den ganzen Entsorgungsmarkt in Deutschland. Guck mal, er ist schon voll. Ja. Er ist voll und wird jetzt weiter. Genau. Ja gut, bei ungefähr 55. Ja, ich habe ein bisschen aufgehalten. Ich habe schon gerade einen Rüffel gekriegt. Ja. Aber zu Recht, der hat recht. Also absolut. Enorm, was hier gemacht wird. Morgen wird zum Beispiel, oder jetzt aktuell wird ein Schiff im Andernacher Hafen verladen. Der geht am Hafen, das Schiff geht am Hafen hoch, da gehen ja 2500 Kubikmeter. Schiffsverladung auch. Ja. Habt ihr einen Bahnanschluss? Hier nicht, auf der Rheinschiene. Das ist auch so eine Option, die prüfen wir gerade. Da haben wir auch eine Anfrage, ob das logistisch Sinn macht. Ne? Also wir prüfen tatsächlich jede Option, ne, die sich ergibt. Ja. Ja. Wie viele Stunden schläfst du am Tag? Die Frage könnte ich zurückstellen. Also ich erreiche ihn abends um kurz vor 10 telefonieren wir manchmal noch. Das, ja, dann ist eine schöne, ruhige Zeit. Und morgen? Also du hast ein hohes Maß an Verantwortung, auch wenn du normalerweise nicht im Job bist. Ja, ja, natürlich. Klar, wir haben eine hohe Verantwortung, aber ich rede da immer als Team. Ne? Das funktioniert nie als Team. Ich bin genau. Ein Teil des Ganzen. Wir haben eine Werkleitung, wir haben eine Verwaltung im Hintergrund. Es muss alles funktionieren. Ne? Und, ja. Wir haben momentan die Mitarbeiter, die sind super motiviert, die wollen helfen, unterstützen. Wir haben auch selbst viele Mitarbeiter, die betroffen sind, die alles verloren haben. Das heißt, da ist tatsächlich auch ein öffentlicher Bezug. Ne? Ja. Wir wissen, wie die Menschen leiden, ne? Und dass wir da was tun müssen. Ja. Super, also ohne euch hätten wir ein Riesenproblem da unten. Ne? Ja, umgekehrt aber genauso. Ne? Ihr wart Vorreiter, ihr habt das gemacht, was gemacht werden musste. Wenn nicht ihr, wer soll es denn dann einschätzen können, welche Leistung ihr erbracht habt? Ne? Müll von der Straße räumen, wir wissen ja, was das für eine Arbeit ist. Und wir wussten direkt Tag danach, was das für eine Katastrophe ist. Ne? Wir hatten 2016 schon ein schlimmes Hochwasser hier im Ahrtal, da haben wir schon vom Jahrhunderthochwasser gesprochen. Aber im Vergleich zu heute war das damals ja nur Pillepalle. Das war ja nur ein Aufwärmtraining im Grunde. Das war schon jetzt momentan. Ja. Also ich glaube, das, was hier passiert, das fesselt wirklich viele Leute auch zu Hause. Ich sehe es gerade, die gucken gerade 8000
192 Menschen zu. Ja. Wahrscheinlich mehr als beim ZDF, weil da nur Praktikanten berichten. Ja. Und ich finde es einfach unglaublich, was ihr hier leistet. Und das weiß jeder zu würdigen, der es mal mitkriegt. Ne? Ja. Und deshalb vielen Dank, dass wir hier hinkommen sehr dürfen gerne, und filmen sehr dürfen. Gerne. Nein, wir sind froh, dass ihr hier seid und einfach informiert. Hilft uns ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Ja. Um den Menschen vielleicht auch das Gefühl zu geben, wir kümmern uns drum. Ne? Wir versuchen das zu tun, was wir tun können. Ne? Also ich muss noch mal hier hindrehen. Überleg mal, auf was für einen kleinen Raum die hier mit welchen Klamotten fahren. Das ist unglaublich unfassbar. Da wird abgekippt. Das ist das Material, was wir im Prinzip in den Ortschaften zusammensammeln. Wird abgekippt, wird dann durch den Schredder hier gejagt. Und hier wird es dann verladen. Der scheint auch noch nicht allzu alt zu sein, der LKW. Ich gehe mal zum LKW-Fahrer. Muss mal quatschen. Hi! Darf ich dich filmen? Ja. Habe ich dich schon mal gefilmt? Okay. Läuft ja parallel hier. Ach so. Guck doch mal, du drehst. Er guckt gerade zu. Ich wollte mich mal bedanken bei euch allen, stellvertretend. Bist du jetzt für alle Lkw-Fahrer und Transporteure? Ich denke, wir alle sollten uns bei dir auch bedanken. Ja, wir sind ein System hier, ein funktionierendes. Ne? Wo fährst du jetzt hin? Nach Wiesbaden. Wiesbaden, okay. Zur Verbrennungsanlage oder was? Nee, Deponie. Kommt erstmal auf die Deponie und Zwischenlage. Okay. Ja, schlimm ist das, also man sieht ja, das haben gut viele Menschen, viele arme Menschen. Aber schlimm ist das, wenn ich gleich hochgehe und habe dann so ein kleines Stoff, die oben drauf liegen. Das schnürt mir jedes Mal einen Hals zu. Ja, ich kenne das. Dickes Problem, für mich auch. Ich sammle auch keine Stofftiere mehr ein. Das bringt mich. Danke dir. Bitte? Ihr könnt die Fernfahrer auf dem Handy und hier, der ist ganz frech zu mir. Ist ganz frech. Nee, ich muss mich mal bei dir bedanken. Echt, was du hier gerade leistest oder ihr alle, das ist ja der Hammer. Ja, geht ja nicht anders. Es muss ja losgehen. Hier kannst du jetzt nicht lang warten. Hier muss halt immer zügig gehen. Du weißt gar nicht, dann wirst du angerufen, sie stehen bis draußen auf der Autobahn, dann geht es hier nicht weiter, dann geht es da nicht weiter, aber die Tonnagen müssen ja weg, das nützt ja nichts. Und dann geht es immer im Takt, hier gibt es keine Pause, hier gibt es kein nix, hier gibt es nur durch, bis das nicht mehr geht. Also ihr seid echt der Hammer, wirklich. Ja, nur also nützt ja nichts. Ich kenne ja auch Deponien, da denke ich immer, mein Gott, könnte auch ein Zacken schneller gehen, aber hier denke ich, mein ja, Gott, könnte ja, du musst immer eins bedenken, das ist wie bei euch. Wenn du wie ich auch aus der Landwirtschaft kommst, dann siehst du die Arbeit von selber. Du brauchst keinen, der dir das sagt. Und du siehst auch, wie du das machen musst. So, und dann flutscht das natürlich viel schneller von den Händen, wie wenn du einen auf der Maschine sitzen hast, der das nicht kann. Das weißt du doch bei dir genau dasselbe. Ja, genau. Ja? Das ist halt so. Ja. Und so muss man dann hier sehen, dass man zügig seine Arbeit geleistet wird. Du siehst ja, was da kommt, du siehst, was hier ist. Ja. Ja? Und dann muss es immer weitergehen. Nützt dir nichts. Ja, trotzdem. Das ist Wahnsinn. Wirklich, ja, wirklich. Nützt ja nichts. Ich bin so froh, dass ich hier hingefahren bin, ja, um das mal zu sehen. Ich will dir nichts, aber ich glaube, ich muss weiter, sonst nützt es mich nichts. Er will mir nichts. Er hat mich eben schon zusammengefaltet hier. Dann hat er den Spruch mit dem Fendt, hör mal. Weißt du, wer Fendt fährt, führt, oder wie war das? Ja, ja, genau. Danke dir. Ciao. Ja, ich liebe solche Menschen, die einfach genau das sagen, was sie denken, mich mal eben hier wegscheuchen auf eine Art und Weise, die ich kenne, auf Stressbaustellen und im Grunde total lieb und machen einfach ihren Job. Ich finde das einfach gigantisch, was hier läuft und ich bin froh, dass wir es hier zeigen können, weil ich, wie gesagt, ich möchte hier einfach jedes Zahnrad in dem ganzen Getriebe, was hier dafür sorgt, dass wir unten Ortschaften freikriegen, dass die Menschen wieder irgendwie ein normales Leben führen können, dass wir alles irgendwie darstellen und das hier ist wirklich sehr beeindruckend für mich. Da hinten seht ihr das größte Verhältnis, wenn jetzt ein LKW vorbeifährt, von diesem Müllhaufen im Vergleich zu den LKWs. Hier kommt wieder ein LKW mit Schubboden. Ja, Erkes, Nutzfahrzeuge, das ist die Heimat bei uns. Und hier stehen die nächsten in Wartestellung, entweder zum Beladen werden oder zum Abkippen. Bellersheim zum Beladen und Grosch zum Abkippen, schätze ich mal.
Die Leute wissen ja alle Bescheid, wie man sich hier hinstellt und aufteilt. Und es ist einfach Wahnsinn. Und das macht mich auch wahnsinnig stolz, muss ich dazu sagen, was hier aus dem Boden gestampft wurde innerhalb kürzester Zeit. Und da können sich die Chinesen warm anziehen. Das ist wirklich der Hammer. Muss man einfach mal so sagen. Und die machen das nicht nur, weil ich jetzt hier mit der Kamera gekommen bin. Und das läuft hier 24 Stunden am Stück. 24 Stunden am Stück. Und ich habe mich immer gewundert, wo der ganze Müll hingeht und wie die das schaffen. Mein LKW ist auch, oder was heißt mein, unser LKW ist auch mit hierbei. Der fährt auch Material ab. Schönen Gruß, Christoph, falls du das hörst. Den brauchen wir im Moment nicht zu Hause zum Strohfahren. Der ist jetzt heute den dritten Tag auch mit hier. Ist auch eine Kippmulde. Und dann habe ich gesagt, komm, dann fährst du hier mit. Bis wir dann bei uns wieder in der Ernte sind, dann geht es wieder nach Hause zum Strohfahren. Aber solange der hier gebraucht werden kann, fährt er hier dann eben mit. Also aktuell bin ich selber oder unser Betrieb mit zwei Maschinen hier vertreten. Noch was Wichtiges, sonst würde ich das Video auch beenden und wir fahren wieder zurück. Ne? Ich will mal noch da hinten hinkriegen, weil da hinten ist ja auch noch, da läuft ja auch noch. Dann gehen wir noch rüber. Der Markus hat aber noch gerade eben eine Frage gehabt, inwiefern das Gerücht stimmt, dass die Plätze zugemacht werden sollen im Ahrtal für die Anlieferung. Das muss ich einfach widersprechen, das ist nicht so. Also es ist so, ja, es gibt ja ganz viele noch wilde Deponien und das Ziel ist, diese Anzahl zu reduzieren an Deponien. Genau. Wir wollen nachher ein paar einzelne Deponien haben, die noch anfahrbar sind für eine gewisse Zeit lang, um da ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Ne? Ja. Aber wichtig ist, diese wilden Deponien, die müssen wir rückbauen aus solch-hygienischen Gesichtspunkten. Wir müssen irgendwann mal wieder zu geordneten Strukturen kommen. Genau, so habe ich das auch verstanden. Ja, ne? Habe ich jetzt noch eine Frage. Ja. Was kann man denn, also es gibt ja ganz viele Firmen, so wie ich das auch für euch machen darf, was kann man denn als Firma machen, wenn man so eine Deponie betreibt, um euch hier oben ein bisschen zu helfen? Weil was hier oben ist, ja, wow. Könnte man denn da machen? Trennung von gewissen Abfallströmen, von den Basics. Was jetzt immer mehr ein Problem macht, ist die Mineralik hinten raus. Das ist einmal der Schlamm, klar, aber auch Bauschutt. No. Wenn zum Beispiel bei den privaten Häuslebauern will man auch gar nichts sagen oder Vorstand, weil wir kennen die Probleme vor Ort, wenn man abreißt. Aber wenn größere Firmen vor Ort sind und reißen zum Beispiel ganze Häuser an, die würden uns einen Gefallen tun und würden sachgerecht schon mal ein Haus ordnungsgemäß abreißen und die Stoffströme trennen. Ne? Wenigstens Holz, Bauschutt, dass man so die Basics hat, die holzigen Bestandteile. Weil das macht uns erhebliche Probleme nachher in der Verwertung. Ja? Ja. Wenn es also irgendwie möglich ist. Hausabriss so machen, wie man es gewohnt ist. Ja, wie man es gelernt hat, genau. So viel, ich denke, so viel Zeit ist sicherlich drin, ein paar Stunden dran zu hängen, ne? Bevor man mit der Abrissbirne einmal durchgeht und macht einen Haufen. Ja, das ist immer schnell gemacht. Ein Haus hast du mit deinem Bagger in 5 Minuten liegen, so ungefähr. Ne? Ja. Da ist der Herr Zintel ja Spezialist drin, nicht nur im Fischen, sondern auch im Häuser abreißen. Ja. Nee, sonst gehen wir noch mal rüber, mal gucken. Wir gehen nochmal gucken. Ja? Hast du schon mitbekommen, es gibt jetzt eine eigene Fischsorte. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Den Zintling. Eben rief einer an und wollte dann eine E-Mail-Adresse von ihm haben. Wusste nicht, wie man den Namen schreibt. Und habe ich gesagt, ja, so wie den Fisch Zintling, so wird der geschrieben. Okay. Und da wusste er direkt Bescheid. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Hier geht alles auf Sichtkontakt. Also ich könnte hier den ganzen Tag sitzen und zuschauen, so aus meiner Maschinen- und LKW-Liebschaft heraus. Aber das, was hier natürlich passiert oder weshalb das hier passiert, das ist natürlich die Riesenkatastrophe. Und bei der ganzen Euphorie, wie toll das alles läuft, darf man das nicht vergessen, dass der Grund oder das ganze Leid, was hier liegt. Ihr seht das Größenverhältnis jetzt. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn es hier ruhig wäre und jeder hier in einem normalen Modus arbeiten müsste nur.
Ich gehe mal hier an dem Müllberg vorbei und kommentiere dabei nicht, weil ihr seht selber, was ich euch damit zeigen möchte. Das ist einfach eine ganz harte Nummer und das ist auch nicht so, als wenn man irgendwie abflacht, wenn man sowas hier sieht und sagt, ja, es ist jetzt einfach so und das ist jedes Mal wieder ganz komisch, ein ganz komisches Gefühl. Am belastendsten finde ich immer Spielsachen und davon gibt es eine ganze Menge hier. Also das ist schätzungsweise 10 Meter hoch hier und ellenlang und ellenbreit. Tja. Hier ist dann ein bisschen sortiert, hier ist Bauschutt. Und bitte nochmal die Aufforderung an die Unternehmen, die Häuser abreißen. Bitte nicht einfach mit der Glocke da reinhauen, sondern wirklich sortieren, so wie man das gelernt hat, wie es Standard ist. Dann würdet ihr hier den Unternehmen schon helfen. Ja, das ist schon ein Eindruck, den man hier, ja, oder beeindruckend, was man hier sieht. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, dann vielen Dank. Ja, ich habe recht herzlich zu danken. Und dann würde ich sagen, bis demnächst, wir kommen nochmal. Ja, viel Erfolg. Ja, danke. Weiterhin gute Zusammenarbeit. Also dir auch viel Erfolg. Ja. Und da fehlen mir wirklich die Worte. Ich weiß nicht, wie man da den Dank ausdrücken kann. Nein. Also das ist wieder ein Engel mit blauen Augen und der wirklich hier dafür sorgt, dass unten die Ortschaften frei werden. Ne? Ist auch euer Verdienst. Ne? Wir alle zusammen. Ja, ne? Eben. Ja. Team, geht, ne? Nur zusammen. Und gemeinsam schaffen wir das. Ne? Ja. Ja. Ich habe gerade eben gesagt, hier arbeiten so viele Firmen Hand in Hand. Ja, man kann sagen, also diese Zusammenarbeit, das macht auch richtig Spaß, weil man erkennt ein Problem, man geht gemeinsam dran, es wird gelöst, kenne ich so nicht. Ist auch neu für mich. Super. Toll. Dieser Konkurrenzdruck ist auch raus. Ja, ne? Irgendwie gibt's nicht. Ne? Wir ziehen alle an einem Strang. Ne? Ja. Also, wunderbar. Okay. Danke. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja, ihr habt hier nochmal den letzten Eindruck von der ganzen Sache und ich finde gut, dass sich viele Leute hier informieren und nochmal sei erwähnt, die Werbung, die hier vielleicht aufploppt zwischen meinen Videos, bringt Geld in die Kasse der Menschen, die das hier verloren haben. Das möchte ich hier nochmal erwähnen und ja, wir bleiben dran.
und helfen weiter und tun wirklich alles dafür, dass das wieder hier in Ordnung kommt. Bis dann. Tschüss. Das hier ist eine Brandbekämpfungsanlage. Und zwar schwenkt hier auf der rechten Seite die ganze Zeit ein Sensor. Ich weiß nicht, warum ich das Bild jetzt nicht vergrößern kann. Also, das ist ein Sensor, der die ganze Zeit hier über den Müll schwenkt. Und wenn hier eine gewisse Temperatur überschritten wird, dann kommen hier, wie war es nochmal, 1200 Liter pro Minute raus. Also alles automatisiert. Das ist wirklich eine Technik, die hier eingebaut ist. Das ist eine ganz moderne Anlage hier. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz zeigen. Und also mich hat das hier schwer beeindruckt. Ich kenne viele Entsorger und die sind alle super, die Entsorger. Aber die Geschwindigkeit, wie es hier gerade läuft, die Einstellung der Mitarbeiter, habt ihr eben selbst gehört, ist einfach gigantisch. Bis dann, ciao. Ja, ich muss mich hier nochmal melden von der Deponie. Und zwar hatte ich das heute Morgen schon genannt, dass wir heute Abend ja eingeladen sind. Und zwar nach Köln auf ein Konzert. Auch hier für die Flutopfer von Brings, Cat Ballou und Queer Beat spielt er auch. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen, finde ich alles super. Aber meine Frau hat mich Gott sei Dank gerade kontaktiert und meinte irgendwie, der ruft die ganze Zeit ein. Ich denke, ja, ich habe hier nichts zu sagen. Ich bin nur der Filmer hier. Nee, also ich kann nicht feiern gehen und unter den Umständen, die hier sind, das geht irgendwie nicht. Und meine Frau hat mich drauf gebracht. Sie meinte, irgendwie wäre das komisch, wenn wir heute feiern gehen. Also nichts gegen die Leute, die heute Abend feiern, finde ich super. Aber seid mir nicht böse, wir werden nicht kommen. Die Karten sind wohl personalisiert und die Katja hatte uns damit echt eine Überraschung gemacht und auch eine Freude, aber ich würde die Karten abgeben für heute Abend. Zwei Karten für das Benefizkonzert mit Brings, Cat Ballou und Queer Beat. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ein Telefon am anderen, jetzt wieder aus Düsseldorf. Das sind auch die Medien, die mich hier ständig anrufen und mich einfach nur nerven. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr einfach mich in Ruhe lasst. Wir haben hier wichtigere Sachen zu tun. Also die Karten würde ich abgeben, die würde ich heute Abend rausgeben bei mir am Hof. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wer pro Karte 100 Euro bezahlt, jetzt hier schnell drunter schreibt, der allererste, und die 100 Euro werden natürlich gespendet, der kriegt die Karten. Also gebt Gas, heute Abend dann bei mir abholen, wenn ich zu Hause bin. Ich denke, ja, weiß ich nicht, wir müssten dann in Kontakt treten über Messenger. Ja, also, die Ersten, die bereit sind, pro Karte 100 Euro zu spenden, können die Karten bei mir abholen. Zwei Karten. Danke. Ciao.